Fast alle Internetsender sind sich einig, die Maßnahmen waren von Anfang an völlig unnötig, sind total schädlich und sind auch jetzt, sollten so jetzt sofort beendet werden. Aber das ist eben, das ist nicht das Problem. Also es reicht mit dieser Oberflächlichkeit. Dahlke, Dr. Med. Rüdiger Dahlke stellt stellvertretend die richtige Frage. Wie kommt es denn zu sowas? Ja, wie kommt es denn jetzt nach der Schweinegrippe, nach den Schweinegrippe, Millionen, Milliarden Schäden für die Welt, jetzt die Corona, der Corona-Skandal mit den Milliardenschäden für die Welt und den vielen Toten durch Maßnahmen und so weiter, ja? Das ist eben jetzt die Frage und da werden wir auch gleich drauf eingehen. Ich werde nur noch mal kurz die streifen, das, was die aktuellen Nachrichten sind, aber wir müssen am Schluss eben noch mal über die Ursache nachdenken und das im Internet, bei den Fernsehsendern des Internets sieht man, das ist das große Duell der geistigen Stalinisten auf der einen Seite, geistig, ich meine damit nicht, also zum Beispiel Professor Mausfeld, Rainer Mausfeld, Professor Senf, Christian Felbers Gemeinwohlökonomie und so weiter. Also das sind die geistigen Stalinisten sozusagen. Und dann die extremen Marktwirtschaftler, dafür steht Dr. Markus Krall, seine bürgerliche Revolution und die Atlas-Initiative. Das sind das andere Lager und das dritte Lager ist der Weg der Mitte. Das sind die Next Scientist for Future.de mit ihrer Ausstieg aus der Marktwirtschaft und zum Beispiel der Wohlfühlstimme als echtes sozusagen Beendigung aller. Also mit der Wohlfühlstimme hätten wir weder die Schweinegrippe, den Schweinegrippe-Skandal gehabt, noch den Corona-Skandal gehabt. Ja, wir hätten diese Skandale einfach nicht gehabt, weil das dann nicht mehr geht. Ja, unser System, die Ursache allen Übels ist die Marktwirtschaft. Und wer das nicht versteht, sondern nur wieder sucht, so seinen individuellen Weg zu finden, ja, natürlich helfen die Next Scientists for Future.de auch darin, wie man sich gesund ernährt, wie man einen gesunden Lebensstil pflegt und so weiter. Aber das ist alles nur, das ist nur winzige Effekte, ja. Denn auch der versucht heute, sich gesund zu ernähren, hat doch gar keine Chance. Die Böden sind doch überall verdreckt. Auch die Bioprodukte sind nicht gesund und so weiter. Also es ist nicht möglich, unter Bedingungen der Marktwirtschaft gesund zu leben. Ja? Also, wie gesagt, die Stalinisten irren sich, die Marktwirtschaftler wie Markus Krall irren sich und die Wahrheit liegt bei den Next Scientist for Future.de und jetzt erst die Tagesnachrichten und dann die Beweisführung. Sogar Fußballer Jens Lehmann hat bemerkt, dass wir sowohl von Politikern als auch von Virologen nicht so genau Bescheid bekommen, wie es sich eigentlich um das ganze Virus verhält. Damit ist alles gesagt. Also die Zahlen, die gebracht werden, sind so antinaturwissenschaftlich und haben vor keinem naturwissenschaftlichen Geist auch nur irgendwie Bestand. Da werden Zahlen genannt, die sich die sozusagen die Leute intern selber machen. Ja, wenn ich doch eine Sache von außen als von der Gefährlichkeit her beurteilen will, dann brauche ich Daten, die jeder Überprüfung standhalten und nicht nur, dass mir irgendjemand sagt, naja, wir wenigen Ärzte unter uns haben uns das so gedacht, ja, dass es so ist. Ne?
Und ja, und dann waren da jetzt die Masse an Helden sozusagen, die guten Ärzte, die es ja auch bei den nextscientistforfuture.de gibt. Da, bei denen ist ja auch ganz wichtig, dass dort ganz viele Ärzte versammelt sind, die keinerlei Geschäft mehr betreiben, keine Praxis, kein Geschäft, nichts mehr verdienen an den Dingen und so weiter, sondern die jetzt ihre auch die Wahrheit sagen können über unser System und so weiter. Und das Problem ist halt, wenn jemand noch im Geschäft ist, ja, aber diese ganzen guten Ärzte, also Professor Bhakti ist nicht mehr im Geschäft, der kann jetzt die Wahrheit sagen, ja, und all die anderen, also das sind die eigentlichen Helden, dass sich immer wieder zeigt, es gibt trotz eines teuflischen, marktwirtschaftlichen, fehlgesteuerten Gesundheitswesens, gibt es immer wieder Ärzte, die sich teilweise davon lösen können und sowas wie Wahrheit finden können, ja, gibt es immer wieder, ja, und Jens Lehmann hat das eben auch verstanden als ehemaliger Fußballtorwart. Ja, und dann sollte man sich vielleicht mal anschauen das Video mit der Drosten-Zeichnung, da gibt es so eine Zeichnung, das sollte vielleicht jeder mal gesehen haben, die Fernsehsendung, ja, ein ganz gutes Interview, wo nochmal deutlich wurde von mehreren Professoren oder ja, und Doktoren, dass das Ganze ja eben wo nochmal rauskommt. Und nochmal kurz dazu, generell, Medizin ist ein Geschäft, es ist nun mal keine Wissenschaft, ja. Der Glaube, also ich weiß nicht, ob der Hauptgrund, warum überhaupt Medizin eine Staatsprüfung hat und überhaupt an die Universitäten geholt wurde, liegt wohl hauptsächlich daran, weil ja Mediziner Straftaten begehen. Ja? Also jede Spritze, jede Impfspritze, die gesetzt wird, ist ja eine Körperverletzung und damit eine strafbare Handlung. Und wenn man dafür eine Sondererlaubnis geben will, dass jemand Straftaten begehen darf, ohne bestraft zu werden, ja, dann muss diese Sondererlaubnis dann vielleicht so ein bisschen von Universitäten und von Staatsprüfungen überwacht werden, damit eben nicht die Körperverletzungen in einer Gesellschaft unter dem Vorwande der Heilungsabsicht nicht überhand nehmen, ja, und damit die Schäden nicht überhand nehmen. Aber leider ist es nicht gelungen, die Universitäten ist es nicht gelungen, dieses krankes Geschäft sozusagen, das Geschäft mit der Krankheit und eben nicht das Geschäft mit der Gesundheit, sondern mit der Krankheit in irgendwelchen Grenzen zu halten, das ist nicht gelungen, ja, und all diese guten Ärzte sagen das uns immer wieder, was da alles schief läuft, ja, denn wenn man sieht, wie der Mainstream der Medizin genau das Gegenteil von Professor Bhakti sagt, von Wodak, von all diesen, sagen wir mal, das sind glaube ich 30, 40 Professoren, Doktoren aufgetaucht, Bodo Schiffmann und so weiter, also sozusagen diese Helden zeigen ja, wie sehr der Mainstream unserer Universitäten total daneben liegt. Und wie gesagt, meine erste Erfahrung mit der Medizin als Student war, die haben ja gar keine Ahnung von Statistik und von Daten, die können das ja gar nicht. Die sind ja völlig überfordert und die wissen ja gar nicht, wie man sauber rechnet und so weiter. Schluck Wasser, sorry. Ja, Professor Bhakti, vielleicht sein Kernsatz von Anfang an, er hat den Glaube an unser Gesundheitsministerium völlig verloren. Ja? Die Maßnahmen sind für ihn kollektiver Selbstmord und da kann ich ihm nur beipflichten. Das ist aber so, das ist die Marktwirtschaft, ist ein Stück immer kollektiver Selbstmord. Ja? Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir trotz der Marktwirtschaft überhaupt noch leben. Das ist so, das wissenschaftliche Wunder. Wieso kann man unter einem so teuflischen System wie Marktwirtschaft überhaupt noch leben, wo es doch ständig solche Angriffe gibt, wie jetzt diesen kollektiven Selbstmord anlässlich von Corona, ne? Ja,
Und dann sagt er nochmal ganz klar, ja, in Italien, die haben ja, die Italiener haben doch zugegeben, sagt Professor Bakti quasi, dass 88 ihrer angeblichen Corona-Toten gar keine Corona-Toten waren und von den übrig gebliebenen 12% vielleicht einige Corona, echte, tatsächlich an Corona gestorben seien und eben nicht mit Corona, nicht mit Assoziation von Corona, ja. Und dann sagt er auch was ganz Richtiges, was natürlich auch die Next Scientist for Future.de sagen, nämlich Menschen könnten viel, viel länger leben, ja. Sie müssten nur, man müsste sich nur endlich mal um Ernährung, um Rauchen, um Bewegung, falsches Essen, zu viel Essen nennt er ausdrücklich. Ja, das ist ja das größte Thema. Ich versuche ja jetzt auch endlich zu lernen, mit Intervallfasten nur einmal am Tag noch eine winzige Portion zu essen. Also der Mensch braucht so viel weniger, wenn er älter wird, als er denkt. Ja, also eigentlich kann man nur noch den Boden einer Schüssel sozusagen ganz leicht bedecken und dann nimmt man trotzdem noch zu. Ja, also deswegen, Leute, einmal am Tag, wie gesagt, es gibt ja genügend Videos bei den Next Scientist for Future.de über gesundes Leben, aber einmal am Tag eine Winzigkeit zu sich nehmen, ich mache das immer abends und das ist der einzige Weg. Ja, und hier in der Wohnung, mein Tipp ist ja, interessante Videos, wie das, interessante Fernsehsendungen, wie das vom Dr. Med. Rüdiger Dahlke, hören und dabei durch die Wohnung joggen. Ne? Das ist hin und her. Da reicht ein ganz kleiner Pfad und dann kann man schön hören. Dann braucht man sich keinen Kopfhörer aufzusetzen. Das ist nervig, sondern kann einfach schön hören. Ne? Und dabei gemütlich mal ein Halbstündchen joggen, dass man diesen extremen Bewegungsmangel, ich glaube, das spricht sogar Professor Bakte an, dass er nämlich sagt, dieser Sportvereinverbot ist natürlich ganz schlimm, weil ja dann dieser Bewegungsmangel als Todesursache natürlich automatisch dazukommt. Neben den Depressionen, den Selbstmorden, den Geschäftszerstörungen, aufgrund derer die Leute den Lebenswillen verlieren und so weiter. Ne? Und er schildert ja, dass seine Freunde da ganz verzweifelt sind und so weiter. Ja, ja. Und dann haben wir wieder, er sagt also, dieser Wieler vom Robert-Koch-Institut sei also in Wirklichkeit ein Veterinärmediziner, behauptet also Professor Bakti. Und das würde ja bedeuten, und dann sagt er, der hat nie einen Patienten gesehen oder geöffnet, ne? Also von wegen Autopsie und Leichenschau und so weiter. Das heißt, da ist jemand, bestimmt die alle Linien der Politik mit Drosten zusammen, der noch null Ahnung von der Materie hat, wobei ich es ja immer gefährlich finde. Übrigens, das ist kein Zufall. Professor Bakti ist eben Mikrobiologe und die Biologen sind nicht ganz so stark in das Geschäft der Medizin einbezogen wie die Mediziner selber. Und denn die Biologie ist ja die Naturwissenschaft. Eigentlich muss über sozusagen hätten die Regierung sich ausschließlich von Biologen beraten lassen müssen und bei den Biologen dann prüfen müssen, also sozusagen, und als eine der biologische Instanz hätten sie die Next Scientist for Future.de dazu nehmen können, weil die ganz biologisch ausgerichtet sind. Und aber ansonsten noch viele andere gute Biologen dazu nehmen und bei denen einzeln gucken, ob die auch nur einen Cent von der Pharmaindustrie oder der Medizinindustrie, ob sie Freunde haben im Ärztebereich oder im Pharmabereich, und wenn das vor liegt, dann hätten die nicht als Ratgeber zugelassen werden, weil sie befangen sind. Ne? Wegen Befangenheit abgelehnt. Ja? Und dann hätte man sozusagen einen großen Kreis der Geschworenen machen müssen, wo die Next Scientist for Future.de ein Element davon gewesen wären. Und dann hätten wir wahrscheinlich diesen Shutdown nie bekommen, sondern hätten uns um die schwer Vorerkrankten gekümmert, und da hätten wir vielleicht eben eine Abschottung gemacht, bis das Virus in der Bevölkerung
durch ist und damit die Bevölkerung für diese Vorerkrankten nicht mehr anfällig, also nicht mehr gefährlich sind, nicht mehr ansteckend sind, und dann wäre die Sache ausgestanden gewesen und sozusagen, und ja. Auf der anderen Seite ist auch natürlich alles Bemühen, ja, wir haben jetzt quasi, eigentlich haben wir so eine Art, für einen ganz hohen Preis haben wir die Wintergrippe-Sterblichkeitswelle niedergeknüppelt hier in Deutschland. Für einen ganz hohen Preis. Wozu denn aber? Wozu denn aber? Was ist denn der Gewinn des Ganzen daraus? Dass ein paar Leute sich in den Kranken... Nein, der Gewinn ist ganz eindeutig. Das bringt Geld für die Krankenhäuser, wenn sich ein paar Patienten sozusagen noch mehr mit Schmerzen und allem quälen müssen, die quasi schon seit Monaten im Sterben liegen, deren Sterben ist jetzt, weil sie die Grippe nicht erwischt hat sozusagen, zieht sich jetzt noch mal ein paar Monate hin, und deren Leid zieht sich jetzt noch mal über ein paar Monate hin. Die können weiterhin abgerechnet werden und bringen noch mal Geld sozusagen. Aber ob wir wirklich in die Gesamtbevölkerungslebensqualität und Lebensfreude damit gefördert haben, für diesen riesigen Schaden, den der Shutdown angerichtet hat und immer noch anrichtet, das wäre zu untersuchen, ne? Also so, ja, und Professor Bakhti sagt eben nochmal ganz klar, es geht doch entscheidend immer darum, woran ist jemand wirklich gestorben? Was ist das, was ihn hauptsächlich getötet hat? Ja, und darum geht's. Und da gäbe es in Frankreich eine Studie, die natürlich von Deutschland aus nicht wahrgenommen würde, dass eben die ja auch zu dem Schluss kamen, dass Corona nicht gefährlicher ist als andere Corona-Geschichten und eben vor allem auch auf keinen Fall gefährlicher als eine starke Grippe. Ne? Ja, dann dieser Ministerpräsident Kretschmer, der sagt, nö, macht euch keine Hoffnung, wir gönnen schon unserer pharmazeutischen Industrie das Impfgeschäft. Ohne Impfgeschäft lassen wir die Sache nicht beenden, ne? Denn unsere... Ich will es mal so hart sagen, die Masse der Menschen ist ja genau, fährt ja auf sowas ab, denn die Masse der Menschen ist eben, versteht nicht, dass in der Marktwirtschaft sie grundsätzlich immer in die Irre geführt werden. Das ist das Wesen der Marktwirtschaft. Dass man, egal welcher Variante, frei, sozial, ist kapitalistisch, spielt alles keine Rolle. Die Marktwirtschaft ist ein irreführendes System an sich. Aber die Leute glauben, sie würden nicht in die Irre geführt, und deswegen wählen sie die natürlich dann Herrn Söder und Herrn Kretschmer. Schluck Wasser, sorry. Dann auch mittlerweile ja längst sinnlos geworden sind die ganzen Berichte über Bill Gates und so weiter. Über, ja, das spielt doch alles keine Rolle. Wir wissen doch längst, ja, wie es ist. Nämlich, das ist doch ganz klar, die Marktwirtschaft als System führt zwangsläufig immer dazu, dass wir Milliardärskönige haben und ein riesiges Sklavenheer. Das ist nun mal so. Das ist die Marktwirtschaft. Das ist der Automatismus der Marktwirtschaft. Und es hat doch gar keinen Sinn. Natürlich machen die mit uns, was sie wollen. Und natürlich bekommen die 10 Minuten Redezeit, die Milliardärskönige im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die sind ja doch unsere Könige. Warum sollen die nicht sozusagen sein, gesendet werden, ja? Und immer wieder dieser versteckte Hass auf die Milliardärskönige, die können doch auch nichts für die Marktwirtschaft. Wir haben die doch erfunden. Wir, die dumme Menschheit an sich, die Menschheit ist strunzdumm, die gesamte Menschheit ist zu dumm für diese Welt, ja? Ich habe es ja letztens erklärt, ja, vielleicht ist Leben generell ein Schuss in den Ofen, weil wir immer wieder kommt Leben in den Prozess, Hände, feingliedrige Hände, große Gehirne, viel Technik, Erfindung des Tauschhandels,
Erfindung der Marktwirtschaft und schon ist jedes Leben wieder in der Falle und dann ist Unglück angesagt. Ewiges Unglück und vielleicht kommen wir daraus nicht raus, weil ich jetzt hier rede und vielleicht eben nur das intelligenteste Prozent der Gesellschaft überhaupt versteht, von was ich rede. Und der Rest ist einfach zu dumm dafür. Das ist leider so. Die Menschheit ist zu dumm für das Leben. Ja? Das Leben funktioniert nicht. Das Leben ist einfach, ist ja nur ein Spiel und eine Lotterie der Evolution. Ja? Und das ist einfach so. Das Leben ist möglicherweise einfach ein nicht funktionierende Geschichte, aber so what, was soll's, das spielt keine Rolle, ja, nur das ist natürlich dann, also wer sowieso nicht am Leben hängt, ich hänge am Leben, also ich will 127 werden, weil ich einfach neugierig bin, weil ich die Antwort auf die Frage ist, schafft Leben die Kurve raus aus der Falle der Marktwirtschaft oder schafft das die Menschheit einfach nicht, weil Leben einfach nicht funktioniert, weil sie immer, quasi Leben läuft jedes Mal in eine Spirale hinein, eine Todesspirale rein, die heißt Marktwirtschaft und jedes Mal läuft automatisch Leben auf jedem Planeten, in jeder Galaxie, in jedem Teil des Universums, läuft Leben in diese Falle hinein, in so eine Abwärtsfalle, wie es ist so, es gibt ja so Trichterfallen bei Lebewesen, die Ameisen fressen oder so, ja, und dann gibt es kein Entrinnen mehr, dann kommt der marktwirtschaftliche Kreis, ja, die Todesspirale und dann geht es nach unten und dann heißt es nur noch leiden, 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 leiden und so kommt jedes Mal Leben in die Leidenssackgasse, ja, und man sieht es ja an den Bonobos, ja, noch sind die glücklich, weil wir sie nicht völlig vergiften mit in unserer Luftverschmutzung und Umweltverschmutzung und noch sind das matriarchale, kommunistische Affen sozusagen, die kommunistisch glücklich leben dürfen, ja, aber wir werden die in Kürze umbringen, ja, so wie wir die Gorillas umbringen werden, die Schimpansen umbringen werden, die Orang-Utans umbringen werden, wir werden alle unsere Brüder sozusagen werden wir umbringen, sozusagen wir, der dritte Schimpanse, ja, wir werden die, alle unsere anderen Brüder nach und nach umbringen, weil Marktwirtschaft macht alles kaputt, ne, und das bedeutet ja, also Leben ist, also vielleicht landet Leben jedes Mal in der Sackgasse der Marktwirtschaft und aus dieser Teufelsspirale gibt es kein wieder rauskommen eventuell. Und nur um das zu erfahren, ob es nicht doch einen Weg raus gibt, jetzt mit den nextscientistforfuture.de, will ich 127 Jahre alt werden, unbedingt. Weil ich einfach schon als Kind, ja, so sind halt Wissenschaftler, echte Wissenschaftler nochmal, schon als Kind nur ein Motiv hatte. Neugier, 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 Neugier. Einfach alles neu. Immer dazulernen, alles wissen wollen, immer Neugier, Neugier. Und was schert mich, was andere Dummköpfe denken? Immer weiter, immer neu, immer doch nicht, ich lasse mich doch nicht, orientiere mich noch, doch nicht an den Fehlern der anderen. Es interessiert mich auch nicht, was ich tun muss für eine Professur oder für das tun muss oder so weiter. Ich will nur die Wahrheit wissen, ja. Und das ist der Geist, in dem viele stehen bei den Next Scientists for Future.de und dieser Geist der echten Wissenschaftler, denen es nur um die Wahrheit geht, nicht ums Geschäft, nicht um eine Karriere und so weiter, das ist, und ich, also aber andere Leute, also wenn ich jetzt nicht das Motiv hätte rauszufinden, ob wir nochmal rauskommen aus der Falle der Marktwirtschaft, ob Leben wirklich, also das ist für mich, ich würde gern ewig leben, nur aus einem Grunde, um sehen zu können, ob die Menschheit, ob Leben, nicht die Menschheit, sondern ob Leben auf irgendeinem Planeten oder in irgendeinem Teil dieses riesigen Universums oder auch anderer Universum, ob irgendwann ein Leben jemals den Weg findet, hin zur Wohlfühlstimme, also quasi raus aus der Marktwirtschaft, also sozusagen aus all dem Wahnsinn findet. Und das würde ich gern erleben, ob Leben
generell ein Flop ist oder nicht, ja? Und sonst würde ich mich sofort umbringen, weil das Leben in der Marktwirtschaft ist immer nur Leiden. Ne? Das ist Leiden von Anfang an. Ne? Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, die vielen schönen Liebesmomente, ja und so weiter, ja, die ganzen vielen lieben Frauen, mit denen ich zu tun hatte und so weiter. Aber ansonsten ist Leben immer nur Leiden, ne? Also in der Marktwirtschaft. Ne? Ja, dann gehen wir mal weiter mit, Bhakti. Ja, und dann KenFM endet natürlich am Ende natürlich mit der Betonung auf seinem Steckenpferd und natürlich so mit der Aussage, ja, Deutschland kann jederzeit totalitär werden. Das hat also quasi das Milgram-Experiment, Stanley Milgram wurde nochmal bestätigt, Solomon Aschs Experimente wurden nochmal bestätigt. Die Menschen sind leider, wie sagt das Professor Mausfeld, das Schweigen der Lämmer, die Menschen sind halt kleine, dumme Lämmchen und die folgen immer. Die sind einfach nur Mitläufer und so weiter. Also mit der Masse der Menschen kann man überhaupt nichts anfangen. Das sind einfach nur Lämmchen, die lassen sich zur Schlachten führen. Und wenn sie dann geschlachtet werden, sagen sie noch, ach danke, ach seid ihr alle so lieb zu mir. Das ist eben so sind nun mal die Masse der Menschen. Ja, das ist nun mal, das ist aber kein genetischer Konstruktionsmangel. Also man darf jetzt nicht denken, dass diese Menschen Fehlkonstruktionen der Evolution seien. Nein, die sind nur aufgewachsen in einer vormarktwirtschaftlichen Evolution und in der ist das überhaupt nicht gefährlich mit den Kompetenten mitzulaufen und einfach auf irgendwelche Wortführer zu hören, denn das waren damals noch natürliche Autoritäten und alles, was die empfohlen haben, war auch gut für die ganze Gruppe und also war es völlig gesund und völlig richtig, wie Lämmchen sozusagen. Auch bei den Bonobos laufen die wie Lämmchen hinter den klugen Männern her, wenn die sagen, ja, wir haben jetzt hier einen Fruchtbaum im Kopf, wo wir wahrscheinlich herrlichste Früchte bekommen und wenn dann die Männer sozusagen schenken, da stehen, Professor Franz D. Wahl schildert das ja in seinem Buch Bonobos ungefähr im Jahre 2000, wie dann die Bonobos dastehen mit den Früchten, mit den besten Früchten des Baumes in der Hand und sich die von den Frauen und Kindern aus der Hand nehmen lassen, so im Sinne eines Geschenkes. Und das ist der Zustand und das ist unser Urkommunismus, auf den wir genetisch geeicht sind. Und die Bonobos, die laufen auch wie Lämmchen hinterher, aber weil es auch richtig ist, weil diese Männer nichts Falsches denken und nichts Falsches vorhaben. Die wollen nur ihre geliebten Frauen und Kinder in ihrer kommunistischen Gruppe, in ihrem kommunistischen Kommune sozusagen beschenken mit den besten Früchten der Erde und dafür so maximal geliebt werden und eine erhöhte Vaterschaftswahrscheinlichkeit haben, dass sie in den folgenden Liebesakten dann zur Befruchtung der Eizellen zugelassen werden von den darauf genetisch programmierten Unterleibern der Frauen, ja, die darauf programmiert sind, von den größten Schenkern, die deren Spermien zu bevorzugen beim Zugang zur Eizelle. Das ist das perfekte Natursystem, aus dem wir stammen, das bei uns sicherlich noch viel höher entwickelt war, weil wir vor 400.000 Jahren ein etwa dreifach so großes Gehirn wie die Bonobos heute hatten und dadurch dann natürlich noch pazifistischer, noch liebevoller, noch kooperativer waren. Ne? Ja, Professor Dahlke erwähnt, Dr. Med-Rüdiger Dahlke heißt er, erwähnte natürlich Professor Homburg und so weiter. Und dann, alle sind sich einig, das ist jetzt mittlerweile klar in den Internetfernsehsendern. Die ganzen Maßnahmen waren völlig überflüssig und sind total schädlich und müssten schon längst beendet sein. Und zwar vollständig. Wenn man dann sehen würde, dass die riesigen Mengen leerstehender Intensivbetten anfangen voll zu werden, dann kann man immer noch diskutieren, was man macht. Ja? Aber na gut.
Natürlich macht Dr. Med. Rüdiger Dahlke auch so ein bisschen Werbung für seine eigenen Angebote jetzt wieder individuell, weil er ja auch die Problemlösung nicht versteht. Er versteht ja nicht, dass die Ursache die Marktwirtschaft ist, sondern er macht jetzt natürlich sein marktwirtschaftliches Angebot. Es ist natürlich, dass die Gefahr ist bei jedem gegeben, der noch irgendwas verkauft und so weiter oder überhaupt noch was für Geld anbietet. Aber das muss man im Blick behalten. Das bedeutet aber nicht, dass deswegen alles falsch ist, was er sagt. Nur genauso ist bei ihm auch nicht alles falsch, was er sagt, wie eine Sendung behauptet hat, nur weil er so diesen problematischen ESO und Spiro-Touch hat. Also es spielt doch keine Rolle, ob Leute auch ein bisschen ein ESO-Quatsch bringen, ein Spiro-Quatsch oder ein Psycho-Quatsch. All das spielt keine Rolle, solange sie auch noch nebenbei Wahrheiten sagen. Ne? Und er sagt noch ziemlich viel Wahrheiten. Ne? Aber dieser Tenor, auch bei Rüdiger Dahlke, ja, so der böse Bill Gates, das ist völliger Unsinn. Unsere Milliardärskönige können doch auch nichts für die Marktwirtschaft, die wir erfunden haben und die ihre Vorfahren. Wir haben doch alles kaputt gemacht. Genau genommen ist es so, dass die Masse hat die Marktwirtschaft erfunden und jubelt ihr heute noch zu. Also dafür können doch die Milliardärskönige nicht, wenn wir zu dumm sind, um die Marktwirtschaft zu beenden. Ne? Und wieder dann erwähnt er natürlich nochmal Dänemark, Dr. Med. Rüdiger Dahlke, ja, also Dänemark, und Bircher Benner, ja, also das sind so Beispiele, die viel gefährlicher, 100-mal gefährlichere spanische Grippe wurde ja völlig besiegt durch Dänemark, indem sie von der tierischen Nahrung eine Vollkehrtwende gemacht haben zur pflanzlichen Nahrung. Also eine einzige Maßnahme reicht schon, um die Immunsysteme damals der Dänen so hoch zu fahren, dass sie von der spanischen Grippe nicht mehr angegriffen werden konnten. Ja, das ist doch wichtig, dass uns das daran nochmal Dr. Med. Rüdiger Dahlke erinnert. Und auch Bircher Benner mit seiner Pflanzennahrung sind die Leute eben auch nicht mehr an der spanischen Grippe gestorben. Ne? Ja, und jetzt kommt die entscheidende Sache. Jetzt kommt, wie werden wir die Ursache also all dieser ständig wiederkehrenden Geschäftsmodelle, Schweinegrippe, Geschäftsmodell, Corona, wie können wir das verhindern, dass es immer wieder zu diesen wiederkehrenden marktwirtschaftlichen Geschäftsmodellen kommt? Ne? Und jetzt zum tausendsten Mal, aber weil, wie gesagt, die Menschheit muss das wahrscheinlich Millionenmal hören und jeder Einzelne muss es einzeln hören, damit er es vielleicht versteht. Schluck Wasser, sorry. Ja, hier. Also. Der erste Früharzt und Frühhändler der Evolution. Vor hunderttausenden Jahren, sagt, ach, ist es toll, dass ihr so toll kommunistisch lebt und dass ihr auch eure Fähigsten, die euch die Nahrung finden und schenken und so weiter in der Gruppe, dass ihr die so lieb habt und ist das herrlich mit anzuschauen, wie ihr alle miteinander schmust und ach, und das ist so herrlich anzuschauen, ja, und es macht nur weiter so, ihr müsst hier, der Händler bringt euch hier nur die, der Frühhändler bringt euch hier nur die herrlichsten reif geernteten Früchte, noch total frisch und so weiter. Und nur sowas solltet ihr weiter essen und so weiter. Alles naturbelassen, Immunstärken und so weiter. Und ach, ist das schön, wie ihr dann euren strammen Marsch macht zum nächsten Fruchtbaum und so weiter. Und dort dann eure Essparty macht. Das ist herrlich anzusehen und so weiter. Ist das toll, euer kommunistisches Leben, ne? Und der andere hier, der tausendste, der hunderttausendste Frühhändler,
der irrt sich jetzt. Mutation und Selektion, Variation und Selektion, das zentrale Naturgesetz unseres Universums, das viel wichtiger ist als das Gravitationsgesetz von Sir Isaac Newton. Ja? Für uns viel wichtiger das Naturgesetz von Mutation und Selektion oder Variation und Selektion. Das führt dazu, dass automatisch irgendwann sich jemand irren muss. Ne? Wahrheiten und Irrtum, also damals hier, die Welt ist überwiegend, das Leben vor der Marktwirtschaft ist immer überwiegend Wahrheit gewesen, aber immer kamen Irrtümer vor. Es gibt immer jemanden, der sich mal irrt, errare humanum est. Aber normalerweise sterben Irrtümer in der Evolution aus, aber nicht unter den Bedingungen der Marktwirtschaft. Da vermehren sich dann plötzlich die Irrtümer, wie gleich zu zeigen sein wird. Also hier, dieser tausendste Frühhändler und Früharzt, da sagt also, hier die beiden sagen, ach, ist das widerlich anzuschauen und eklig, euer Geschmuse und so, diese scheiß kommunistische Lebensweise, ihr ständig Sex, ach, eklig, widerlich, außerdem holt man sich doch da Krankheiten und so weiter und ach, widerlich und eklig und unkeusch und unschicklich, ah, igitt und pfui und jeder mit jenem, das ist ja, pfui, also, ja, das ist ja, ja, und diese Propaganda führt nach und nach dazu, dass die Leute also, und außerdem hier, also völliger Quatsch, ich habe hier getrocknete und denaturierte Pflanzen dabei, die sind viel gesünder, guck mal, die schmecken doch auch viel süßer als die reif geernteten Früchte, weil sich der Zucker doch beim Trocknen konzentriert und so weiter und später dann diesen ganzen Chemie-Cocktail, dieser ganzen Nahrungsindustrie, ja, das könnt ihr alles bedenkenlos essen, das ist total gesund und ist auch viel billiger, ist doch der Fortschritt, ist doch viel billiger als diese scheiß naturbelassenen Früchte, Gemüse, Wildkräuter, Pilze, Nüsse und so weiter. Vergesst das. Hier, unsere Kunstnahrung ist viel besser und viel gesünder. Ja? Und dadurch werden die Leute alle, erstens werden sie unglücklich, sie werden konsumsüchtig. Wie Professor Bhakti gesagt hat, sie essen zu viel. Ja? Sie essen zu viel. Sie essen das Krankmachendes. Ihre Immunsysteme werden schwächer. Der Früharzt freut sich, macht Riesengeschäfte. Der Nahrungsfrühhändler sozusagen verdient richtig viel, kriegt viele Tauscherfolge, kann er feiern, weil er eben diesen Billigmüll verkauft und so weiter und damit den auskonkurriert. Der muss seinen Laden schließen. Hier nach 3 Generationen schließt der Urenkel den Laden und der hier kann nicht schon gleich 2 Kinder ernähren und so weiter. Und egal wie. 2 Kinder ernähren heißt natürlich, da die damals wahrscheinlich alle noch in Kommunen gelebt haben, also kommunistisch gelebt haben, bedeutet das einfach nur, dass aufgrund seines Tauscherfolges die Frauen in seiner Kommune ihm wiederum zu 2 Eizellen Zugang, seinen Spermien, quasi die Unterleiber der Frauen seiner Kommune, ihm Zugang zu 2 Eizellen gewährt haben, während bei dem vielleicht nur Zugang zu einer Eizelle gewährt wurde, ja, weil er eben so wenig Tauscherfolg hatte. Ja? Und es ist ja heute doch so, dass sich Frauen völlig durch den Tauscherfolg, den Markterfolg von Männern täuschen lassen quasi oder beeindrucken lassen und dann darüber entscheiden, diesen Männern Zugang zu ihren Eizellen zu gewähren, biologisch gesprochen. Ja? Und jetzt im Kommunenleben ist es dann so, dass diese Frühhändler und Früharzt dann eben Zugang hier schon mal zu 2 Eizellen bekommt und dadurch sich seine Gene ausbreiten, aber natürlich damit auch seine Ideen sich mit ausbreiten, weil sozusagen natürlich in der Kommune sozusagen werden die ihm sehr ähnlichen Kinder natürlich auch ihm mehr zuhören und werden mehr in die Fußstapfen, auch unter kommunistischen Bedingungen, dieses
Früharztes und Frühhändlers treten sozusagen. Und so werden dann die Gene, koppeln sich dann wieder mit diesen Memen zusammen. Also und ja, und dann zum Beispiel eines seiner Kinder, das dann tatsächlich, genetischen Kinder, das dann tatsächlich auch seine Irrtümer übernommen hat, seine gewinnbringenden Irrtümer, das kann dann gleich, kriegt dann gleich in der nächsten Generation Zugang zu 3 Eizellen von den Unterleibern der Frauen gewährt in seiner Kommune und so weiter. Und später dann zerstören sich ja, gehen ja die Kommunen kaputt und dann hat er halt entsprechend eine Ehefrau, wo er es finanzieren kann, dass er 3 Kinder finanziert und hier und daraus entsteht dann eine riesige Großfamilie aus Frühhändlern und Frühärzten, ja, und die bestimmen eben als heutige Medizinprofessoren mit ihren Irrtümern unser Denken. Also damit wäre bewiesen, dass Marktwirtschaft grundsätzlich nicht zuständig ist für die Erzeugung von Irrtümern, das machen Mutation und Selektion. Aber die Multiplikation der Irrtümer übernimmt die Marktwirtschaft, ja. Die Marktwirtschaft sorgt dafür, dass Wahrheiten aussterben und Irrtümer die Welt beherrschen. Und das ist die naturgesetzliche Analyse der Marktwirtschaft. Und deswegen müssen wir die beenden. Ein Beendigungsmodell von Hunderten. Der Next Scientist for Future.de ist die Wohlfühlstimme und die würde alles umkehren. Denn wenn jetzt die Verdienstzuschläge alle abhängig gemacht werden von der Entwicklung meiner Wohlfühlstimme und der Entwicklung meiner dazugehörigen Gesundheitsdaten, dann passiert Folgendes. Dieser Händler mit seinen Irrtümern, seinen krankmachenden Irrtümern, da gebe ich schlechte Wohlfühlnoten, also entwickeln sich meine Wohlfühlnoten negativ als Kunde, dann dadurch kriegen die keinen Verdienstzuschlag mehr, rücken in die Aussterbensseite rüber und die wahrheitsorientierten Ärzte wie Professor Bhakti, Wodak und die Ärzte der Next Scientist for Future.de und so weiter, diese rücken dann automatisch, solche guten Ärzte rücken, oder es gibt davon ja Hunderte auf der Welt, es gibt ja Hunderte Ausnahmen von der Schulmedizin, ja, der Rüdiger Dahlke und so weiter, und diese Leute rücken dann hier in die Erfolgsposition. Ja, weil die erzeugen bessere Wohlfühlstimmenentwicklungen bei ihren Kunden und die Gesundheitsdaten entwickeln sich positiv, deren Kunden müssen und die Kunden der Supermarktleiter, die dazugehören, mit denen die kooperieren und so weiter, müssen seltener wegen Krebs operiert werden und dann kriegen die große Verdienstzuschläge und dann werden die, also nach dem Ende der Marktwirtschaft, werden die Gewinner der Evolution. Ja? Also von daher, ich hoffe, ich habe wieder mal alles demonstriert. Ja? Bitte in die Kommentare, also in die Kommentare Fragen erst reinschreiben, wenn Sie wirklich mal ein paar zig Videos gesehen haben und sich sicher sind, dass Sie da einen Fehler drin gesehen hätten oder so. Solche Fragen werden mir dann zugemailt. Das meiste wird ja gelöscht, weil es ja der Müll der Dummen ist. Ja, also wir haben ja das Problem, dass wir eindeutig, natürlich, das Internet ist nun mal. Das Internet, das muss man mal ganz klar realistisch sehen. Ja, da ist ein riesiges Übergewicht der Dummen. Das ist sozusagen, das Internet ist leider einfach die Spielwiese der Dummen. Aber es gibt eben auch genügend Intelligente da und wie gesagt, intelligente Kritikpunkte an dem Modell der Next Scientist for Future.de beantworte ich natürlich selbstverständlich gerne und nehme sie dann sogar in die Videos auf, ne? In die Sendungen. Wir sollten aufhören, über Videos zu sprechen. Wir haben es mit Fernsehsendungen zu tun. Wir sollten nicht diese Trennung machen, hier öffentlich-rechtliches Fernsehen und TV und Internetfernsehen und Sendungen, da keinen Unterschied machen. Es sind im Internet, das sind keine
Kanäle, sondern das sind Fernsehsender. Und wir im Internet werden Fernsehsendungen ausgestrahlt und gebracht und veröffentlicht. Fernsehsendungen. Ja, wir sollten das Internet nicht kleiner machen, als es ist. Ja, wir so viel zu unserer heutigen Fernsehsendung mit dem Namen Die wissenschaftliche Tagesschau heute. Bis später, da vielleicht heute Abend wieder die nächste Ausgabe, je nachdem, ob was Neues überhaupt kommt. Wenn keine Sendung kommt, ist wahrscheinlich auch nichts Wichtiges. Ne? Tschüssi.